Ich lebe seit 18 Jahren nicht mehr in Deutschland. Wenn ich also die Wörter, die ihr hier verwendet, für englische Sachen, die ihr verwenden solltet, nicht weiß, dann ist das euer Problem. Und leider kann ich da wenig dazu machen. Wie gesagt, in meiner Keynote hatte ich jetzt hier noch einen Deep Dive Vortrag über Firefox OS. Wenn ihr Fragen habt, einfach auch ein bisschen winken und so. Ist eine Übersicht, aber auch, ich zeige ein paar Sachen, die jetzt auch über Firefox OS unterschiedlich machen, so gemessen an anderen Plattformen und was wir draußen haben. Zuallererst mal, ich arbeite bei Mozilla und viele Leute kapieren nicht, dass Mozilla nicht Firefox ist, sondern Firefox nur einer unserer Produkte ist. Mozilla ist dafür da, dass das offene Internet für alle zugänglich bleibt und auch kostenlos bleibt und für Leute als Entwickler benutzbar bleibt. Wir sind sozusagen das Rote Kreuz fürs Internet und, oder der ADAC fürs Internet. Meine Eltern haben mal erklärt, dann hat der ADAC diesen ganzen Skandal gehabt, was nicht so toll war. Aber es ist echt schön für so eine Firma zu arbeiten, weil ich muss nicht wirklich darüber nachdenken, wie viele Handys ich euch verkaufe oder was für Software ich euch verkaufe, weil alles, was wir machen, ist kostenlos. Und das ist super befreiend. Vor allem als Entwickler habe ich auch keine Möglichkeit, schlechten Code zu verstecken, weil alles eben Open Source ist und von Millionen Leuten erstmal angeguckt wird, sobald ich was schreibe. Und das macht es für mich schön, weil ich muss erstmal überlegen, was ich schreibe, bevor ich schreibe. Wir haben derzeit das Problem, dass als Entwickler wir schreiben viel zu viele Sachen, weil wir was Tolles Neues bauen wollen, anstatt erstmal ein Problem zu lösen. Ich gehe jetzt direkt morgen früh nach Kopenhagen für die Codeform Conference und da halte ich einen Vortrag darüber, wie viele JavaScript-Frameworks es ja derzeit gibt, die alle unsere Probleme lösen und keins von denen löst unsere Probleme. Es gibt so ein Trinkspiel, du musst einfach nur so irgendein Wort eingeben bei Google mit .js hinten dran und wenn du was findest, was es ist, musst du trinken. Und das ist ganz gefährlich heutzutage. Mozilla ist dafür da, dass die Privatsphäre und das offene Web da bleibt. Und okay, jetzt hören wir auf damit. Und dann auf einmal kam das an. So, vor allem hat jeder so: Ja, wir wollen kein offenes System, wir wollen unser tolles Handy haben. Ist doch schön, wenn das Spiel nur für meine Plattform zugänglich ist, weil dann bin ich cooler als meine Freunde. Und wir standen da erstmal und: Oh, Scheiße, was machen wir jetzt? Na, keiner braucht mehr Desktop, man kann ich Scheiße sagen, ja. Keiner braucht mehr Desktop-Browser mehr, jeder hat sein Handy, jeder hat sein Tablet. Und auf diesen Tablets war es dann das Problem, dass eben der Browser festgenagelt war. Meistens dann schon in einer alten Version. Das war nicht mal Chrome, das war noch so der Android-Browser, was mich an Internet Explorer 5 zurückdenken ließ mit Freude. Weil das Ding so kaputt war und so falsch eingestellt war. Aber dann Samsung hat ihr eigenes gehabt, HTC hat seinen eigenen Browser drauf gebaut und wir hatten wirklich das Problem, dass Firefox auf dem Mobiltelefon nicht interessant war für Leute. Und die Plattform war auch nicht fertig. Was HTML uns gab damals, HTML4, war nicht für den Formfaktor von Apps passend. Es waren einfach Seiten, die Links hatten, die miteinander geklickt haben. Wir waren schon glücklich, wenn wir ein Foto zentrieren konnten auf dem Bildschirm. Und dann auf einmal hieß es: Ja, warum macht ihr keine Apps? Wir haben Apps, guck mal, ist geil. Ne? Und ja, vor allem Apple hat es auch gesagt: Also HTML5 ist alles, was ihr braucht. Und dann auf einmal ging nichts, was HTML5 war, auf dem iPhone auch. Man hatte mit 5 kam man mit der Definition an. Wir haben gesagt, okay, wir haben jetzt Apps, wir haben Fullscreen, wir haben Offline-Functionality, wir können direkt an die Hardware zugreifen mit Geolocation und mit Local Storage, Sachen speichern auf deinem Handy. Also was man von einem App-Framework auch erwartet. Was eigentlich lustig ist, Geolocation ist immer dieses Beispiel, so gucken wir, was HTML5 kann. Geolocation gab es in Firefox 3.5 auf dem Desktop. Irgendwie 2005 oder so kam das raus. Hat nichts mit HTML5 zu tun, aber es ist immer das Beispiel. Und jetzt kann mein Handy finden, wo ich bin auf diesem Planeten, wenn ich es erlaube. Wenn nicht, macht es sowieso und sagt es im Hintergrund. Und das Problem war, dass diese Plattformen eben die neuesten Technologien, die wir definiert haben oder die Standards bei definiert haben, nicht unterstützt haben. Das ist caniuse.com, wo beispielsweise die Form Validation war. Um ein Formular zu schreiben in HTML, sage ich einfach auf einem Feld required. Und wenn das nicht eingegeben wird, wird das Formular nicht abgeschickt. Klasse, ich muss kein JavaScript schreiben, muss nichts extra machen, außer in iOS, in Opera Mini und in Android, da ging das nicht. Und dann hieß es: Oh, wir sind in neuen coolen Plattformen und es geht alles nicht dort. Und dann war es für mich als Entwickler war es halt super nervig, weil ich will Spaß haben und ich kann keinen Spaß haben, weil es nicht geht. Ich habe die Technologie, aber ich habe die Plattform, die mir sagt, dass diese Technologie braucht, hat nicht unterstützt. Dann haben wir gedacht, was machen wir? Andreas Gall, der jetzt unser CTO ist, auch ein Deutscher, hat was ganz Wildes gemacht. Am 29. März 2012 hat er diesen Code geschrieben und beschrieben, was es ist. Und es hieß Boot2Gecko. Gecko ist die Browser-Engine im Browser. Und was es bedeutet, ist, dass das Web
das Handy wird. Das heißt, wir haben kein Java, wir haben kein C-Sharp, wir haben kein Coco, wir haben kein Swift. Wir haben wirklich nur den Browser auf dem C-Kernel, was ein Linux-Kernel ist, das es schon gab. Und dann können wir damit das Web auf Smartphones bringen. Wir bringen also Firefox als die Plattform auf das Smartphone, anstatt Firefox in ein Operation System auf die Plattform. Und es war wild. Es war wirklich nur so ein leeres GitHub-Account und Leute so, was machen die da? Aber es hört sich klasse an, was machen die? Und dann irgendwie, jetzt ist es auf GitHub auch, hat ja also auch 44 Leute dabei und ist eben raus. Und wie ich schon gesagt habe in meiner Keynote, es gibt Mozilla Firefox auf, glaube ich, 16 verschiedenen Handsets now mit 7 verschiedenen Providern. Deutsche Telekom mit dabei, Movistar, keine Ahnung mehr. Ich kann die auch nicht mehr aufzählen, weil ich eigentlich mich auch nicht so interessiert. Ich will nur, dass Leute Handys haben. Und das Schöne dabei ist, dass keiner von denen wirklich nur unsere Handys verkauft. Jeder von denen ist auch Teil der Plattform. Diese 44 Leute auf GitHub sind von der Deutschen Telekom, sind von Samsung, sind von anderen Firmen. Und das haben wir von Anfang an gesagt, dass das sein muss. Weil ein Problem, was Android hat, wie das Fragmentierung, die ich gezeigt habe, ist, dass Leute einfach nur Handys bauen und ihr eigenes Android machen, aber nichts mit der Plattform zu tun haben wollen. Die nehmen, was Google gerade gemacht hat, machen ihr eigenes Android und das war's. In unserem Fall arbeiten wir zusammen an demselben Grundprinzip. Und Google macht es leider nicht. Das Einzige, was jetzt in die Google Core reinkam, in Android Core reinkam, war das Knox-System von Samsung, das Sicherheitssystem von Android. Und ich wünschte, die würden das mehr machen auch. Die Architektur Linux Gong unten drunter, da, also damit ich überhaupt zu der Hardware sprechen kann. Dann die Gecko Rendering Engine, was der Browser ist, Web APIs, Web Activities, Gaia und Third-Party HTML5 Apps. Und das ist jetzt alles HTML5. Gaia ist das Interface. Gaia ist der Desktop und die Icons und die ganzen Sachen. Ist auch in HTML5 geschrieben. Also CSS, JavaScript, HTML. Das ist alles, was man wissen muss, um das Betriebssystem zu schreiben und die Applikation in dem Betriebssystem zu schreiben. Was ziemlich wild war, aber wir haben es geschafft. Also ist eigentlich Android ohne Java mit Firefox und dann haben wir Firefox OS. Was es auch um einiges schneller macht, um einiges weniger Speicher braucht, um einiges weniger Batterie verbraucht, weil eben der ganze JVM-Kernel nicht da geladen werden muss. HTML-Support ist predictable, weil wir eben Firefox als den Browser drauf haben. Wir haben nicht das Problem, dass ein veralteter Browser in dem Betriebssystem ist, der nicht abgedatet wird. Abgedatet. Mal ein bisschen zurück. Als ich als Programmierer angefangen habe, habe ich in dem schönen Ort von Grafenrheinfeld in Unterfranken gelebt. Das Wichtigste, was wir hatten, war ein großes Atomkraftwerk. Ursprünglich war ich blond und hatte glatte Haare. Und wir haben so Fischfangwettbewerbe, wir hatten Fisch mit den meisten Augen und die Tomaten haben im Dunkeln geleuchtet, das war echt schön. Aber ich habe wirklich gemerkt, dass ich keinerlei Zukunft in dem Laden habe. Ich habe wirklich, meine Eltern wollten, dass ich in die Bank gehe und jetzt wäre ich wahrscheinlich beim Geldautomaten ersetzt worden mittlerweile. Und ich hatte wirklich kein Interesse irgendwie. Deswegen, für mich war es immer, wo ist die Welt? Wo kann ich mit Leuten sprechen? Ich als Kind fand ich es klasse, wenn wir auf die Autobahn gefahren sind, weil auf der Autobahn Raststätte LKW von anderen Ländern waren. Und ich dachte, oh, das ist cool, ich spreche ja kein Deutsch mehr. Das ist ja klasse hier. Ne? Und dann habe ich angefangen, so, wie komme ich in die Welt rein? Und das war das Erste, was ich hatte, dieses Motorola 1900 Handy, baut Handy. Und mit meinem Commodore 64 habe ich dann BBS am Laufen gehabt und habe angefangen, mit Leuten weltweit auf Kopien zu schicken. Und dann auch später dann Spiele zu schreiben und eben Sachen zu machen. Und IRC gab es damals auch schon, so auf dem Fernseher mit IRC-Leuten gesprochen und gechattet weltweit. Und viele von den Leuten, die ich damals kennengelernt habe, sind jetzt CTOs bei anderen Firmen oder haben Sachen entwickelt. Beispielsweise Curl, der Network Layer von Unix, wo kein Linux-Rechner ohne dem im Internet wäre, ist geschrieben von einem Freund von mir aus Schweden, der auch in der Demo-Gruppe auf dem C64 damals war. Der arbeitet auch bei Mozilla und niemand weiß seinen Namen. Und der sagt, ja, will ich nicht wissen, ich habe das halt geschrieben, Leute können es verwenden. Nee. Wahnsinn. Und dann kam das Web an. Und ich war damals beim Radio als Nachrichtensprecher und am Morgen habe ich bei der dpa mich eingeloggt und habe die neuesten Informationen bekommen, die von der Faxmaschine nicht durchkamen. Und mein Chef so, wow, was denn ist das her? Ich so, ja, das ist das Internet, das ist total genial. Das ist das offizielle Logo vom Internet übrigens. Das ist echt wirklich das offizielle Logo, das ist wunderschön. Und dann kam Geld. Ich habe meine ersten Webseiten gebaut, einen Anwalt in München.
der dann irgendwie gemeint hat, so, wo ist denn die Telefonnummer, wo ich meine Webseite erreichen kann? Er hat keine Ahnung, was ich ihm eigentlich gebaut habe, aber er wollte eine Webseite haben, weil sein Kollege eine hatte. Und da hat BMW mich angerufen und gemeint, oh, wollen Sie mein Internet bauen? Und Internet. Und dann bin ich nach Friedrichshafen runtergefahren, was immer sich anhört, weil es im Norden, aber es ist im Süden wirklich das Schlimmste, was wir haben. Und habe dann da 3 Monate am Internet von BMW gearbeitet. Danach hatte ich wirklich, das war mein Lebenslauf und alles ging. Und alles, was ich brauchte, war ein Texteditor und Netscape Navigator. Und damit habe ich meine ersten Webseiten gebaut. Ich musste nicht einen Kurs haben, weil es gab keinen Kurs. Ich hatte einen Rechner von der Firma, ich konnte mir selbst keinen Rechner leisten. Mein C64 ging leider nicht in dem Fall. Aber auf einmal habe ich einen Job gehabt und meine Eltern immer noch verwirrt, was ich mache, aber ging damit. Und dann, ja, Hello World mit Firefox OS habe ich schon gezeigt. Darum geht's. Wir bringen Mobiltelefone und Smart-Telefon-Technologie, heißt das wohl, keine Ahnung, in die Welt rein. Und wir wollen wirklich, wir haben wirklich angefangen in den Ländern, wo andere gesagt haben, das wird nie was werden. Und Südamerika ist super interessant. WhatsApp, 18 Billionen Dollar, wurde nicht gekauft, weil es eine coole Software ist, eine ziemlich alte Software. Das haben wir in ICQ auch schon gehabt. Facebook haben die gekauft, weil jeder in Südamerika WhatsApp benutzt und keine Sau in Südamerika Facebook benutzt. So, die wollten den Markt haben. Deswegen haben sie es gekauft. Und das ist genau, was hier passiert. Wo Leute neu ankommen, wo Leute was Neues wollen, wo Leute tolle Applikationen bauen, die echte Probleme für sie lösen, ist in diesen Ländern. Ja, wie gesagt, wir haben diese neuen Smartphones jetzt rausgebracht für 25 Euro oder wir nicht, mit unseren Partnern die rausgebracht oder für 29 Euro. Und da ist nichts geschlossen dran. Da ist keine SIM-Karte dabei. Die haben alle Dual-SIM-Karten, weil jeder, was wir gemerkt haben, in Bangladesch und India, 2 SIM-Karten hat. Eine für die Arbeit und eine später fürs Chatten. Ich habe in England auch schon, ich bin in London, da sehe ich Teenager, die haben 12 SIM-Karten. Weil du kriegst irgendwie 100 Text-Messages auf jeder SIM-Karte. Und dann tust du sie austauschen, wenn die 100 rausgegeben sind. Und mit WhatsApp ist ja egal, weil die Nummer ist ja nicht mehr nötig. Du schickst ja nur die Messages über eine andere Applikation. Und das finde ich super interessant. Ich versuche mal, deine SIM-Karte beim iPhone down zu auszutauschen, das ist der Blöde. Und die sind in Tamil, Hindi und Bangla auch rausgebracht. Die Interfaces. Das gibt es ja in den anderen Plattformen gar nicht. Und das ist hier HTML reingeschrieben, gespeichert. JSON-File mit dem Namen drin und fertig war. Und was wir auch sehr interessant finden, ist, dass in diesen Ländern viele Leute nicht lesen schreiben können. Also da ein Interface zu bauen, der User Research war super interessant. Okay, HTML hatte Probleme. Es gab nicht alles, was wir in dem Mobilsystem machen wollen. Wir wollen zum Network sprechen, wir wollen wissen, was deine Verbindungsgeschwindigkeit ist, sowas gab es alles nicht. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen damit auch was Neues machen. Und was wir definiert haben, sind die Open Web Apps. Open Web Apps ist eigentlich eine HTML5-Seite mit einem Manifest-File. Das Manifest-File sagt mir, was ist der Name für die Applikation, was will die Applikation machen, kann ich Zugang zu deinen Kontakten haben, kann ich Zugang zu deiner Kamera haben, was die Nummer von dem ist, wo die Applikation liegt im Internet oder ob die Applikation ein ZIP-File ist, das auf vom Marketplace runtergeladen werden muss. So sieht das aus. Und was wir dann hatten, waren die Web-APIs. Wie kann ich auf den Browser zugreifen, was der derzeit macht? Und da haben wir die Vibration API, wie kann ich das Handy vibrieren lassen, Screen Orientation, ist es Landscape, ist es Portrait, Web Activities, ich will jetzt ein Foto schießen, geht zu einer anderen Applikation und so weiter und so fort. Alles, was ich mit dem Smartphone machen kann, ist als JavaScript API definiert und kann jetzt in allen Browsern auch verwendet werden, wenn Sie es denn möchten. Die Web Vibration API beispielsweise ist auch von Chrome unterstützt und auch von Opera, also in der Blink-Applikation. Ich kann jetzt in meinen Browser auch reingehen und kann jetzt beispielsweise sagen, gib mir mal die Battery. Ich mache meine Developer-Tools auf, kurz. Inspect Element. Dann kann ich hier in die Console gehen und kann sagen, Navigate a Battery. Das ist war nicht vom W3C definiert, aber haben wir mit denen definiert und jetzt hast du einen Battery Manager hier, der mir sagt, dass es derzeit nicht lädt und dass es schon geladen ist. Und ich kann jetzt sagen, okay, du hast 20% Batterie noch übrig, soll ich die Animationen ausschalten? Soll ich das Bild nicht mehr laden? Soll ich was für dich machen? Das kann ich jetzt alles in JavaScript machen, weil wir diese Web-APIs eben definiert haben. Und das fand ich halt super interessant für mich, weil vorher ging es immer, oh, da musst du dann doch eine Applikation schreiben, dass du Zugang zu solchen Sachen hast. Battery Status API, so sieht es aus. Ich habe den Navigator Battery, dann teste ich, ob es das auch gibt. Ansonsten geht nicht.
Muss ich nicht wissen, muss ich dem Endnutzer nicht sagen. Was ist der Battery Level? Ist es am Charging? Wie lange braucht es zum Charging? Wie lange braucht es, bis es leer ist? Und ich habe Event Listener für alle Änderungen. Und alle von diesen Web APIs funktionieren ähnlich. Und es ist halt super praktisch für mich als Entwickler, dass ich sagen kann, oh, du hast ein Handy mit Kamera, willst du ein Foto schießen? Hier, gib mir das Foto zurück als Blob und ich kann dann Sachen mitmachen. Sicherheit ist natürlich ein Problem und Sicherheit im Netz ist natürlich super albern. Ich meine, das will niemand sehen, wenn das halt ankommt und fragt so, wollen Sie das machen, wollen Sie das machen, wollen Sie das machen, wollen Sie das machen? Ist leider nötig. Wenn ich eine Kamera einschalte und dich aufnehme, das solltest du wissen und das solltest du dazu Ja und Nein sagen. Und ich sollte auch die Möglichkeit haben, später mal Nein zu sagen. Und bei nativen Plattformen ist ja immer so, oh, ich frage dich mal alles, du sagst, nee, ich will es eh nicht, ich will das Spiel jetzt spielen, gib zu, dass alles erlaubt ist. Und dann ein halbes Jahr später wundere ich mich, weil du das Ding Fotos von mir geschossen hat. Und ja, Terms and Conditions, dein Problem. Das Security-System in Firefox OS konnten wir das nicht machen. Da haben wir gesagt, wir machen es besser. Im Manifest-File sage ich, was die Applikation machen will. Und dann beim Installieren wird der Endkunde gefragt, willst du das machen oder willst du das nicht machen? Wenn die Applikation läuft später und ich die installiert habe, kann ich auch jederzeit sagen, okay, ich will jetzt, dass die Applikation die Kamera nicht mehr angreifen kann. Aber meine Applikation muss nicht neu runtergeladen werden. Ich habe also ein keine Ahnung, wie es im Deutschen ist, Dynamic System, wo ich sagen kann, ja, nein, und es soll sich die ganze Zeit ändern. Und als Entwickler muss ich halt schauen, ob das Ding unterstützt ist, und dann kann ich es verwenden. Was ich um einiges praktischer finde, als dass jede Applikation alles darf. Ist gefährliche Sache. Beispielsweise hier Contacts. Ich will Zugang zu deinen Contacts haben. Ich muss auch beschreiben, warum ich Zugang zu den Contacts habe. Wenn also die Applikation später bei uns hochgeladen wird auf dem Marketplace und die Description erklärt uns nicht, warum deine Applikation Zugang zu dem Adressenbuch braucht, weil es eben keinerlei Adressen verwendet, dann geht die auch nicht durch. Dann schicken wir zurück so, ja, warum willst du den Zugang haben, wenn du sie nicht verwendest? Wir wollen nicht, dass eure Daten rausgegeben werden zu Applikationsentwicklern, die sie echt nicht brauchen. Was ist eine klasse HTML5-App? Die einzige Definition ist, sie macht eins und ein Ding gut. Das ist, was eine App ist. Ursprünglich habe ich eine App gehabt, weil ich wollte nur eine Sache machen und nicht so nebenbei noch Ads haben und dann noch die extra Funktionalität und schau bitte unsere anderen Angebote an. Ich wollte eine Sache machen und das war's. Und heutzutage will jede Applikation dann auf einmal auch ein Social Network sein. So, schick doch deinen Freunden das und sprech doch mit anderen Leuten, die auch diese Applikation verwenden. Brauche ich doch nicht. Und da ist die Technologie um einiges einfacher, wenn ich so anfange. Offline muss funktionieren. Ich sage es immer wieder und ich werde es immer wieder wiederholen. Jemand, der reist wie ich bin nur genervt, wie oft ich Applikationen aufmache und so, ja, nix. Warum hat das Ding 50 Megabyte auf meinem Handy, wenn es wirklich nicht funktioniert, wenn es offline ist? Es ist sehr einfach, heutzutage Sachen offline zu bauen. Und es gibt eine neue Version vom App Cache, das heißt Service Worker. Service Worker ist von Mozilla und Google zusammengestellt und Microsoft hat auch Interesse dran. Was Service Worker ist, ist fast schon ein Proxy-Server in JavaScript. Ich kann also jede Network-Connectivity, die reinkommt und rauskommt, in JavaScript monitoren und übersetzen. Ich kann Caches erstellen, ich kann einzelne Bilder laden, ich kann einzelne Bilder durch andere ersetzen. Ich habe also vollen Zugang auf die Offline-Funktionalität von deiner Applikation und nicht so, oh, kann sein, dass du offline bist, kann sein, dass du online bist. Ich habe volle Geschwindigkeitsüberwachung und sonst was auch drin. Weil das Problem, was wir vorher hatten, das hat Android und auch eben HTML5, wir haben nur Navigator Online. Und das sagt, bist du online oder bist du offline? Allerdings, wenn ich jetzt beispielsweise zum Wireless gehe, das mich online gehen lässt zu der Login-Seite, aber nicht zum Internet, sagt er, ich bin schon online. Es geht nur, ob da eine Network Connectivity ist, nicht wie schnell die ist oder was die kann. Das ist ein Problem. Cross-Plattform sind diese Applikationen automatisch gebaut. Das heißt, wenn ich eine HTML5-Applikation schreibe mit einer Open Web App-Spezifikation, habe ich gleich eine Android-Unterstützung, ich habe eine Windows 8-Unterstützung, ich habe eine Linux-Unterstützung. Ich habe mir zu Hause gefunden, das Buch noch. Geil. Und eine OS X-Unterstützung. Und die Integration geht vollkommen in das Betriebssystem rein. Also ich habe nicht nur, dass ich sagen kann, ich habe jetzt eine HTML5-Seite, die Bildschirm ist in einem Browser, aber ich habe die jetzt beispielsweise hier in meinem Tabs drin ist auch, ich habe es bei Android habe ich es bei meinen die Applikationen, die gerade offen sind, und die Installation von der Applikation geht durch die Installation von dem Betriebssystem.
Wenn ich jetzt also ein Android-User bin, dann muss ich nicht neu installieren, sondern ich habe das gleich bei mir wie jede andere Applikation auch. Ich weiß nicht, dass es eine HTML5-Applikation ist, weil ich muss es nicht wissen, wenn das Ding gut genug ist. Und es ist schlimm, wie viele Leute HTML5-Applikationen schreiben und dann ihren eigenen Installer und sonst was und es Leuten schwer machen. Das Betriebssystem ist schon da. Was also Firefox für Android macht mit Open Web Apps, ist automatisch ein APK erstellen. Das heißt, die HTML5-Applikation mit CSS, JavaScript und HTML wird als APK zusammen als Binary gepackt und dann zu Android übergeben. Fertig. Kann man auch auf der Command-Line mit den Sachen machen und dann direkt in den APK-Store reinschicken, wenn man möchte. Kurze Frage. Ja. Und dann ist da quasi ein kleiner Firefox an diesem APK. Nee. Leider nicht, nee. Das heißt leider, kleine Firefox mit 50 MB, das ist das Kleinste, was wir machen können. Hauptsächlich, weil es 27 MB Fonts sind. Aber was du brauchst, ist Firefox OS, Firefox auf Android, dann kannst du die so installieren. Also wir arbeiten an einer kleineren Version auch, aber es ist noch schwierig. Vor allem, weil Android auch nicht unbedingt will. Wie ist mit Plattformen, die kein Firefox unterstützen, wie iOS? Das Problem, aber es gibt Lösungen. Cordova ist eine Lösung. Apache Cordova, was auch PhoneGap für Adobe ist, mit denen arbeiten wir zusammen. Die ganzen APIs, die wir geschrieben haben, sind auch über Cordova erreichbar. Ich kann also eine Cordova-Applikation schreiben und kann Firefox OS als eine andere Endplattform angeben. In der übernächste Woche ist die JSConf hier in Berlin und da wird auch auf dem Hacks-Blog von Mozilla wird. Ich kann noch nicht drüber reden, weil wir nicht wissen, ob es wirklich hundertprozentig funktionieren wird. Aber es ist wild. Schaut mal über nächste Woche nach. Wenn ihr HTML5-Applikationen auf iOS debuggen wollt, ich sage nicht mehr. Schwierig natürlich, wie kriege ich meine Applikationen an die Leute? Na gut, packst du in den Apple Store rein, die werden es schon finden. Ja, schon. Eventuell, wenn Apple sagt, dass deine App gut genug ist und wenn sie nicht in 70.000 Fahrt-Apps unterkommt oder so. Wir haben natürlich einen Marketplace. Jeder will einen Marketplace haben und es ist auch gut für Leute, jetzt auf dem Handy, Leute benutzen den Marketplace, die gehen nicht ins Web, um Applikationen zu finden. Aber Google fängt auch schon an, Applikationen zu listen in Google Search Results, was ich auch ziemlich interessant finde. Wir haben allerdings auch, dass du dieses JavaScript schreiben kannst, um deine Applikation installierbar zu machen. Das heißt, wenn du eine Webseite hast, die Millionen Leute benutzen jeden Tag, Button drauf, installiert ist das Applikation und fertig. Du musst nicht mal durch den Marketplace durchgehen, musst deine Applikation nicht bei uns hochladen, sondern kannst direkt auch im Internet die Applikation vertreiben. Diese Applikationen, die nicht auf unseren Servern laufen oder nicht als ZIP-File uns geschickt werden, haben nicht Zugriff auf die volle Hardware, weil das können wir nicht erlauben, weil wir kontrollieren euren Server nicht. Wir wissen nicht, was da abgeht. Aber eine normale Applikation, die nur eben Reading ist und vielleicht Fotos schießen, kann wunderbar im Web installiert werden. Es gibt kein SDK in generell, weil im Web gibt es kein SDK. Microsoft hat es versucht, Adobe hat es versucht, Macromedia hat es versucht. Man kann benutzt, was du willst. Jeden Text-Editor, jeden IDE, Eclipse, wenn dir das Leben schön ist, Visual Studio, was immer du benutzen willst, kannst du benutzen. Oder, und das ist wirklich genial, in den letzten Firefox haben wir die Web-IDE drin. Und das ist gerade für Märkte wie Indien und Bangladesch interessant. Weil wenn ich als Applikation-Entwickler meine erste App schreiben will, okay, cool, ich habe den Firefox schon auf meiner Festplatte drauf. Ich habe schon alles, was ich brauche. Wenn ich Xcode runterladen will mit 6 GB über eine Connection mit 65K oder sonst was, Schwierigkeit, Problem. So sieht das aus. Ich kann jetzt hier mit der Web-IDE die Web-IDE starten und dann habe ich Firefox OS Devices oder eben auch andere. Ich habe jetzt hier Firefox OS als Simulation, wenn ich kein Handy habe. Und es startet mir ein simuliertes Handy. Dann kann ich sagen, ich mache eine neue Applikation. Ist eine Privileged App, das heißt, die hat Zugriff zu der Kamera und zum Adressbuch und sonst was, wenn ich das haben will. Ich hole einen Folder auf meinem Desktop und dann wird die Applikation für mich erstellt mit den Icons, das Manifest wird für mich erstellt und die Applikation läuft. Ich kann jetzt direkt in dieser IDE an HTML, an CSS und an JavaScript von dieser Applikation arbeiten. Hat auch die Color Coding und allem drum und dran und Business Intelligence, dass sich wirklich so die JavaScript-Funktionalität wird automatisch für mich verbessert. Und wenn ich Command-R drücke, wie eben auch nur Command-S drücke, wird die Applikation neu gepackt
zu dem simulierten Handy geschickt und neu gestartet. Das heißt, ich muss nicht durch ein Pack-System und sonst was gehen. Es ist genauso wie im Browser, im Desktop-Browser zu arbeiten. Ich kann dann an meinem CSS arbeiten und kann an meinem JavaScript arbeiten. Klicke ich jetzt hier drauf, sagt mir die ganzen CSS-Sachen, kann das Ding neu zeichnen, kann eine schönere Farbe machen, runde Ecken rum und solche Sachen. Also alles, was ich am Desktop-Browser jetzt schon mit den Developer-Tools kann, kann ich jetzt in einem simulierten Firefox OS in einer gepackten App machen. Das heißt, die App ist niemals geschlossen für mich als Entwickler. Ich kann das live machen. Und es ist gleichzeitig auch validiert. Wenn ich jetzt ein Problem habe, mein Manifest beispielsweise, wird es nicht mehr neu gestartet und sagt mir, okay, du hast einen Fehler in deinem Manifest-File drin, weil es wird dann auch später, wenn du es ins Marketplace schicken willst, wäre es ein Problem. Zeig dir oben hier die Errors an. Und das ist halt überraschend. Das habe ich noch in keiner anderen Plattform gesehen. Und da die Plattform selbst HTML ist, kann ich jetzt beispielsweise den Homescreen von meiner Applikation, von meinem Operation System auch mal starten. Ich kann sagen, okay, ich habe diese Slides hier, ich habe diese Icons hier, suche nach dem Icon und, oder dem Footer hier und mache was mit dem. Ich habe das Video nicht geschlossen. Mal gucken, was das so gemacht hat. Okay, ich mache den Footer größer, mache den Footer kleiner, schreibe am Betriebssystem selbst drauf. Und das ist natürlich für Provider auch interessant. Was für mich interessant ist, ich könnte damit beispielsweise jetzt ein Handy für meine Eltern bauen, das wirklich nur die Fotos von meiner Familie hat, draufklicken, anrufen. Könnte ich ohne Probleme mit dem Firefox OS Phone machen. Kann ich mit dem alten Android Phone machen, wo ich Firefox OS draufspiele. Und das geht halt mit anderen Plattformen nicht, weil eben alles hier HTML5 ist. Die Applikationen, die Plattform selbst und ist alles im Browser eingebaut. Ich finde 2014 wird es Zeit, dass wirklich der Browser Input und Output ist. Ich kann wirklich die Applikation, die Developer-Tools, die ich in Firefox und in Chrome und in Opera und in Internet Explorer habe, sind Wahnsinn. Das sind schon fast IDEs, das sind schon fast abgefahrene Sachen, was ich damit machen kann. Und es wird Zeit, dass wir das endlich bemerken, weil wir bauen immer neue Sachen rum ums Web, anstatt zu sehen, der Browser ist schon da, warum soll ich den nicht verwenden? Dass wir beispielsweise in den Developer-Tools während die Seite zu sehen und die Seite zu erstellen, ist mehr oder minder schon das gleiche Ding. Das ist in den Developer-Tools auch drin, dass ich jetzt, wenn ich eine Animation habe, eine CSS-Animation, und will die Bezier-Funktion, wie diese Animation funktioniert, verändern, habe ich jetzt diesen grafischen Ding in den Developer-Tools drin. Auf meinem CSS-Animation klicke ich drauf, kriege ich diese Kurve, kann ich die Animation verstellen, wie ich sie haben will, und kann sie schneller machen, kann sie langsamer machen. Ich muss die Mathematik dahinter nicht verstehen. Ich habe einfach nur Interface, wo ich das machen kann. Und das habe ich noch in keiner IDE gesehen, beispielsweise Dreamweaver oder sonst was, hätte sowas gehabt für. Farben kann ich auch mittlerweile verändern, indem ich ganz einfach auf die Farbe klicke und die sofort anzeige hier und als Farbe nehme. Ich muss nicht wissen, was jetzt FF3C99 bedeutet, obwohl ich leider in meinem Kopf weiß, was es ist. Wenn ich eine Transformation habe von einer zur anderen, habe ich jetzt auch diese Live-Preview hier, die mir zeigt mit den Linien, wie das Ding original war und wie es am Ende der Animation ist. Ich habe also vollkommenen Zugriff auf alles, was in meiner Applikation passiert. Live im Browser, und das ist halt ziemlich genial. So, wenn wir weltweit Applikationen schreiben wollen, dann müssen wir wirklich auch bedenken, dass diese Devices, die wir jetzt gerade für 29 Euro rausgeschmissen haben, auch 128 MB RAM haben. Und dann ist es natürlich ein bisschen überlegen, wie wir die Applikationen schreiben. Und auf dem Wiki haben wir gesammelt von allen Entwicklern, mit denen wir zusammengearbeitet haben, was für Probleme die hatten, was für Sachen sie gelöst haben. So, da gibt es einiges Informationen, die da einsehbar sind. Wenn ich jetzt mir eigenes Firefox OS Handy als Entwickler haben will, kann man hier von Deutsche Telekom kaufen. Normale Handys gibt es schon im Supermarkt und sonst was und bei Kongstar. Aber als Entwickler ist es natürlich ein Problem, dass ich dann wieder ein Handy habe. Es gibt dieses Firefox Flame, das kostet $170. Weltweit verschickt. Habe ich eins hier auch, irgendwo. Das ist auch ein Dual-Boot-Handy, was ziemlich genial ist. Ich kann also zwei SIM-Karten reinschmeißen. Ja gut, finde ich später. Und das haben wir für Entwickler entwickelt. Es hat also vollkommene Anzeigen, wie viel Memory jetzt beispielsweise eine Applikation verbraucht, wie viele Frames per Second die Applikation hat, wie lange sie gebraucht hat, geladen zu werden, wie lange sie gebraucht hat, refreshed zu werden. Wenn Refresh im Interface ist, wird es auch angezeigt. Und ich kann das RAM, von zwar hat jetzt 1 GB drin, was viel schneller ist als die anderen Handys, die Leute kaufen draußen,
kann ich das RAM jetzt mit ADB auf 256 MB runterschrauben. Ich kann also das RAM definieren. Ich kann auch per Command Line sagen, dass er wirklich nur ein Core anstatt von den vier Cores, die dieses Handy hat, verwendet. Ich kann also langsamere Handys auf diesen schnelleren Handys simulieren, was für mich halt super praktisch ist. Leider können wir die Auflösung nicht simulieren noch, aber da sind wir jetzt auch noch dran am Arbeiten. Und zum Ausprobieren ist das absolut genial. Ich habe eine Menge Videos aufgenommen, wie man das macht, wie ich jetzt beispielsweise das RAM abende, wie ich als Developer Phone einstelle, wo ich rausfinde, welche Applikation was macht. Ist ziemlich praktisch für das. Und das Web ist für uns da und das Web ist eigentlich mir egal, auf was das gemacht wird. Und wenn eine Applikation auf Android super läuft und die HTML5 ist und die Endnutzer es nicht wissen müssen, das ist schön. Technologie für mich muss unnötig werden über die Zeit. Und nicht so, oh, guck mal, was ich gemacht habe, interessiert doch niemanden. Die Leute wollen was machen mit euren Applikationen. Und wenn ihr sie für alle Plattformen schreiben könnt, warum nicht, macht mehr Sinn, als für einzelne Plattformen zu schreiben. Und das ist alles, was ich habe. So, einige Fragen noch. Was ist denn der Unterschied zwischen einer, sag ich mal, vernünftigen Responsive HTML5-Seite und einer Firefox OS-App? Kaum. Wirklich kaum. Die Frage ist, was ist vernünftig? Frag deswegen die neuen APIs, die ihr im Grunde definiert habt, über die Web-APIs. Ja. Die brauche ich im Grunde wirklich ausschließlich nur, um auf tragbar, gerätspezifische Dinge Einfluss zu nehmen. Ja, kommt drauf an. Manche Sachen kann man halt, eine Vibration beispielsweise ist eine schöne Sache zu machen, wenn die Applikation was macht. Die kann man verwenden, muss man aber auf normalen responsive Webseiten nicht wirklich. Ja. Also wie gesagt, die Funktionalität ist da. Welche man verwenden will, ist nicht da. Die Web-APIs waren hauptsächlich dafür definiert, weil Leute Spiele schreiben wollen. Mhm. Und die hatten wir eben nicht. Und du hast natürlich auch so Sachen gehabt, dass manche Sachen nur auf eine Orientierung gehen. Dann mussten wir auch eine API dafür haben, dass wir sagen, was ist die Orientierung der Zeit und wie kann ich die einstellen. Also wie gesagt, eine gute HTML5 RWD-Seite ist schon ein guter Start, aber im Endeffekt, eine Applikation ist doch was anderes. Normalerweise hast du auf deiner Webseite alles. Ich brauche kein Hallo Welt und wo finde ich uns in der Applikation. Ich brauche nur, was macht eure Funktionalität. Wenn ich beispielsweise eine Versicherungsfirma habe, ist schön, wenn ich Fotos von den Leuten habe, aber mit der Versicherung App will ich nur sehen, was mit meiner Versicherung derzeit am Gehen ist. Ja, ich frage deswegen, arbeite für ein Unternehmen, das im Grunde Fahrgastinformationen für den Busverkehr auf. Cool. Im Grunde abwarten an der Bushaltestelle und so weiter und so fort. Und haben sowohl eine iOS-App als auch eine Android-App. Aber ich habe immer irgendwie Schiele irgendwie da drauf, auch zu sagen, ja, es wäre schön, irgendwas nach HTML5 zu haben. Ja. Und suche immer noch nach der richtigen Plattform dafür. In dem Kontext, vielleicht Hand aufs Herz, du hast gerade gesagt, eigentlich sind Entwicklungstools in Chrome und Firefox und so weiter schon ziemlich gut. Ich habe den noch nie benutzt. Ich komme aus IntelliJ quasi momentan. Ja. Für jemanden, der das alles kennt, sind die da auch gut oder ist das dann... Ja, ich würde nicht sagen, sie sind genau das Gleiche, klar. Aber wir haben die genauen gleichen Sachen. Wir haben Breakpoints in JavaScript, wir haben Memory Consumption, wir haben Profiling. Wir haben alles, wir haben die Insights, die Zeiten, wo ich wirklich in meinem JavaScript Alerts reinschreiben muss, um zu wissen, was funktioniert und was passiert ist, sind vorbei. Die brauche ich nicht mehr. Heutzutage kann ich wirklich im Browser live sehen, was passiert mit meiner Applikation und habe eben auch ich kann auch Watches setzen auf verschiedene Variablen und solche Sachen. Ich weiß also ganz genau, was passiert. Firefox DevTools sind ziemlich abgefahren, was ich damit machen kann. Chrome sind total abgedreht mittlerweile. Ich meine, manche Sachen in Chrome, da muss man fast schon eine eigene IDE haben dafür. Schauen wir nochmal kurz an, was die beispielsweise machen. Das finde ich hier ziemlich genial, dass du beispielsweise in Chrome andere Seiten emulieren kannst. Ich kann jetzt sagen hier beispielsweise, ich habe ein Device, das ist hier jetzt ein Amazon Kindle, oder ich kann jetzt sagen, das ist ein iPhone 4. Und dann im Browser zeigt er mir das als iPhone an und macht dann auch meine ganzen Klicks zu Touches automatisch. Das haben wir auch in unserem drin, aber sie haben halt hier die ganzen Definitionen auch und die Pixel Density und sonst was eingebaut und haben auch die Sensors, dass ich jetzt beispielsweise simulieren kann, dass ich das Handy bewege. Was ich natürlich immer das Problem ist,
das ich nicht direkt testen kann. In Firefox haben wir auch die Sachen drin. Ich habe hier diesen Responsive Design beispielsweise, dass mir jetzt auch die Seite in einer größeren, in einer bestimmten Auflösung anzeigt. Und dann kann ich dann auch sehen, wie mein Responsive Design beispielsweise sich verändert, direkt ohne dass ich meinen Bildschirm verkleinern muss oder vergrößern muss. Ich habe meinen Debugger drin, da kann ich jetzt sagen, okay, in meinem JavaScript habe ich hier Sachen am Laufen. Natürlich, Twitter ist wahrscheinlich nicht so die beste Idee dafür. Machen wir doch mal was, was ich geschrieben habe, das jetzt auch offline ist. Simple, da. Wenn ich das jetzt hier rüber aufmache auf meinem Browser, oder auch nicht. Gut, machen wir mal meinen Browser auf, mal Developer Tools auf. Kann ich jetzt in meinem JavaScript sagen, Debugging, als hier, okay, wo ist was passiert. Ich habe jetzt hier beispielsweise ein Init und wenn ich jetzt hier einen Breakpoint setze und die Seite neu lade, macht dann den Breakpoint Schluss und gibt mir den ganzen Step-by-Step durchgehen. So, ich habe also mein Debugging, wie ich es normalerweise auch erwarte. Ich habe auch, wenn ich jetzt den Breakpoint wieder lösche, was eine gute Idee ist bei einem Demo. What? Okay, egal. Gut. Ich habe dann auch die Profiler drin. Da kann ich jetzt sagen, ich starte den Profiler, starte die Seite, stoppe den Profiler und dann sagt er mir, was die Applikation gemacht hat, wo und wo die Probleme waren. Das war jetzt das erste Original Rendering von der Seite und dann sehe ich, welche JavaScript-Funktionen wo gerufen wurden und was das Langsame sein könnte. Da könnte man auch schnell testen mal dagegen. Was auch sehr genial ist, ist dieser Scratchpad hier. Da kann ich jetzt verschiedene JavaScript-Funktionen schreiben und dann gegen die Seite laufen lassen. Ich kann jetzt beispielsweise eine Applikation haben, die jetzt eine Animation macht mit zwei Canvases und einem Canvas, kann ich sehen, welche die schnellere von den beiden ist. Habe ich das auch, glaube ich, direkt eingebaut hier. Was sonst haben wir drin? Ein paar Sachen, die der Canvas Editor und Shader Editor. Ich kann also WebGL-Animationen direkt im Browser definieren und direkt im Browser debuggen. Wenn ich jetzt Flickering habe in meinem 3D-Spiel, dann kann ich genau sehen, wo der Shader das Problem hatte. Was vorher auch nicht möglich war. Und was ich auch sehr genial finde, ist diese Light, wo ist er? Take a full-page screenshot, web audio. Oh, die stellen das jedes Mal um für mich. Das ist die Vorab-Version, die sie jetzt noch unbedingt hier irgendwie noch haben können. Aber ich kann beispielsweise einstellen. Oh ne, ich habe sie eingestellt hier. Deswegen. Ich kann jetzt hier die Seite, wenn ich jetzt scrolle, zeigt er mir in Farben an, was sich verändert hat. Wenn ich jetzt beispielsweise meine Applikation langsam ist, weiß ich, dass sich da und sowas animiert wurde da. Wenn ich die Animation ausschalte, ist es um einiges schneller. Was eigentlich mehr oder minder eine Spielerei ist, aber immer wieder gut ankommt, ist dieser DOM-View. Da kann ich dann die Seite als 3D-DOM-View sehen. Wo sind meine HTML-Elemente? Ich verstecke beispielsweise einen Haufen Elemente hier oben links. Und dann kann ich jetzt sehen, wo am Bildschirm das ist. Und habe eben auch vollen Zugriff drauf. Und es ist einfach, wenn man keine Angst mehr vor Browsern hat, kann man super schöne Sachen bauen. Das ist eine Seite, die ich gebaut habe, die ist mxamplitz.com. Und was ich jetzt da machen kann beispielsweise, ist, wenn ich jetzt hier ein paar Bilder habe, schöne Tierbilder, kann ich jetzt hier einfach von meinem Browser, von meinem Desktop auf Windows, auf Linux und auf Mac, kann ich jetzt einfach Bilder nehmen, in den Browser reinschmeißen und ich kriege dann ein ZIP-File von den Thumbnails. Der verkleinert die mir alle und gibt mir ein ZIP-File. Da ist kein Server drin, das funktioniert offline, das geht alles direkt im Browser. Jemand hat den ZIP-Algorithmus in JavaScript geschrieben. Und ich benutze den File-Reader, um direkt die Bilder von deinem Desktop zu laden. Du kannst dann auch die Bilder einzeln, wenn du sie anzeigst vorher, kannst du sie auch einzeln vorladen und sagen, okay, ich will jetzt nur diesen Thumbnail hier runterladen und ich will nur einen haben, anstatt alle unter ZIP-File. Und ich kann auch alles einstellen. Ich kann jetzt sagen, okay, ich will eine Qualität von weniger haben. Dann ist natürlich das Bild kleiner, aber kann es also unmöglich zu sehen. Und kann jetzt auch die Größe verändern und die Hintergrundfarbe ändern, wenn ich will. Und wie gesagt, das sind alles Dinge, die jetzt schon im Browser mit dabei sind, in HTML5. Oder kann sagen, ich will keine Hintergrundfarbe haben. Und wenn ich jetzt die Thumbnails neu erstelle, in der Art und Weise, nochmal draufschmeiße, sehen die jetzt anders aus und haben jetzt keine Hintergrundbilder und sind größer. Und das habe ich in der Web-IDE geschrieben, auf dem Flickr. Offline in einer Stunde. Und das geht heutzutage mit HTML5 und das ist halt richtig genial an der Plattform. Gut, dann denke ich, bis 10:30 Uhr fertig sein, ne? Oder? Weiß jemand den Zeitplan?
Ich glaube, es sind drei Viertel, oder? Drei Viertel? Mhm. Ja. Cool, okay. Kann ich mir noch was antworten, kann ich was zeigen. Bei den ganzen Web-APIs, um auf die Device-Konzernen zuzugreifen, gibt es jetzt noch irgendwas, wo man ehrlich sagen muss, das können wir noch nicht vom Browser aus, oder das kann nicht vom Browser aus gehen, oder dafür würde ich es noch nicht empfehlen? NFC und USB ist noch ein Problem. Aber hauptsächlich, weil USB Universal Standard Bus ist und alles andere als Standard ist. Weil alle Plattformen USB haben das ansprechen und NFC ist halt noch ein Problem. Die Vorgaben sind alle definiert, was wir derzeit arbeiten und auch wie weit es eingebaut ist. Aber das ist wirklich unser größtes Problem derzeit. Und die Connectivity ist natürlich auch noch ein Issue, weil ich kann jetzt in der nächsten Sekunde schauen, wie schnell deine Verbindung ist. 5 Sekunden später sieht es ganz anders aus. Eine Verbindungsgeschwindigkeit zu testen, geht eigentlich nur über eine längere Zeit und dann zu sagen, ja okay, die Geschwindigkeit ist meistens so oder so. Also zu sagen, du bist jetzt auf einer schnellen Verbindung oder auf einer langsamen Verbindung, das war schon unmöglich in Flash und das ist immer noch unmöglich in anderen Applikationen oder in anderen APIs derzeit. Aber es ist auch hauptsächlich weiß, dass eine Verbindung da ist und dass Daten zurückkommen. Das ist das Allerwichtigste in dem Fall. Aber was wir bisher gebraucht haben, war die APIs, die wir wirklich die Leute gefragt haben. Wir haben eine Seite gebaut, genommen. Es gibt eine Sache, die heißt User Voice. Und das ist eben eine einfache Art und Weise, Leute zu fragen, was Neues zu bauen. Und da haben wir diese openwebapps.uservoice.com Seite. Und da haben wir Leute eben gefragt, was sie noch in der Plattform brauchen, was für ihre Applikationen nötig sind. Und wenn sie da Probleme haben, bitte zu dieser Seite gehen, weil die Web-API Working Group, die auch mit Google und auch mit Opera und anderen Leuten zusammenarbeitet, sind da eben auch die Fragen am Beantworten. So Encrypted Index-DB ist so, was Leute haben wollen, dass jetzt die Index-DB, die Datensets, die auf deinem Handy liegen, auch verschlüsselt werden. Background Service ist natürlich eine große Sache. Wir haben Push-Notifications und wir haben Background-Services. Wir wollen nicht, dass Applikationen im Hintergrund laufen, ohne dass wir es wissen. Das ist wirklich ein Problem. UI-Components, Leute wollen immer ihre Slider haben und ihre schönen Sachen haben, die draußen sind. Identity-UX, Local-Storage-2 und so weiter und so fort. Also das sind super Diskussionen am Laufen hier und die meisten Sachen hier sind wirklich auch noch nicht erreichbar oder auch noch nicht benutzbar. Witzigerweise, ich habe mein eigenes Problem gelöst, indem ich die Frage da gestellt habe, weil ich hatte das Problem, dass ich für meine Applikationen immer die Icons neu vergrößern musste und verkleinern musste. Und dann habe ich mir dann auch dieses Thumbnail, das ich gezeigt habe, war ursprünglich eigentlich nur was, um Icons zu erstellen. Das habe ich dann auch gleich geschrieben und gleich in die Plattform mit eingebaut. Also das kommt jetzt demnächst bei der Web-IDE und dem App-Manager, die ich gezeigt habe, kommt es dann auch mit rein. Das sind die Sachen, die da am Laufen sind. Es kommen sehr interessante Sachen. WebRTC ist natürlich das Größte für mich derzeit. Was WebRTC ist, ist, dass ich Videoconferencing und Audioconferencing im Browser direkt habe. Was natürlich für HTML5-Applikationen dann absolut interessant wird. Und es ist nicht nur Video und Audio, sondern es ist eine Peer-to-Peer-Connectivity. Das heißt, wenn ich jetzt ein Spiel habe mit 50.000, 60.000 Spielern, kann ich entweder einen Rechner in der Mitte haben, der das Rauchen anfängt, oder ich kann Peer-to-Peer-Connection zwischen 5 Playern die ganze Zeit am Laufen lassen und die dann verschieben. Das heißt, während du mein Spiel spielst, wird dein Rechner Teil auch von der Spieleplattform. Was um einiges besser ist für mich als Provider und auch für die Endnutzer, weil sie nicht auf einen Server zugreifen müssen, der dann irgendwann zwischendurch stirbt. Es gibt ein paar Sachen, die man angucken kann auch. Ich gehe jetzt mal hier direkt noch in was Firefox sonst noch hat. Das sind eigentlich die Slides, die ich am Mittwoch zeigen will, die sind noch nicht fertig. Aber da sind ein paar Beispiele drin, die sehr interessant sind. Beispielsweise, wenn ich jetzt eine Seite habe, wie eure Busseite und ich will mit Leuten sprechen oder was anbieten, dass Leute mich anrufen können. Da gibt es hier viele Services dafür, alle doch ziemlich teuer und sonst was. Wo haben wir den? Und wir haben ein System, das heißt Together.js. Ah, hier haben wir eine. Und das ist ziemlich genial. Die Webpage. Ja, Sound haben wir nicht. Ich kann jetzt ein Script einbinden, alles was ich machen muss, und einen Button. Und dann habe ich Audio-Chat, Text-Chat und User-Focus direkt im Browser. Was bedeutet das? Ich habe jetzt beispielsweise dieses Window hier, wo Leute miteinander chatten können. Und Leute haben jetzt diese beiden Cursor.
Und ihr könnt jetzt zusammen an dem Deep Room programmieren und diskutieren, was am Programmieren sind. Und schreiben das zusammen und schreiben die Tools zusammen hier. Und das, die, ich habe jetzt kein Audio hier, aber die sprechen miteinander auch. Können wir auch als Video machen. Oder hier in dem Fall haben wir dann die kleinere Version, wo wir nur am Tippen sind. Man sieht auch, wer gerade tippt und wo die mit ihrem Cursor sind. Und er erklärt jetzt ihr gerade, wie man diese Canvas-Animation weiterverwenden kann und wie, was sie verändern kann in den Zahlen, um die Anzeige anders zu machen. Und alles, was man braucht, ist dafür eine kleine JavaScript in den Browser einbinden oder in ihre Webseite einbinden. Kommt demnächst auch in der Plattform raus. Firefox arbeitet daran, WebRTC-Einbindung direkt im Browser zu haben. Das geht dann, jede Seite kann das mit einem Knopf machen, ohne dass ich das JavaScript einbinden muss. Aber die Idee finde ich halt absolut genial, dass ich heutzutage mit Leuten live im Internet zusammen an einem Ding coden kann, ohne dass jemand was installieren muss. Alles, was ich machen muss, ist zu der Seite zu gehen. Und das geht heutzutage auch schon. Das ist jetzt hier bei JS Fiddle beispielsweise. Die hatten gestern ein Serverproblem. Ich hoffe, das hat sich gelöst, sonst wird es peinlich. Bei JS Fiddle, wenn ich eine neue Seite aufmache, habe ich diesen Collaboration-Button hier auch. Und wenn ich den anklicke, dann macht er nichts. Nee, dann startet er eben das und ich kann jetzt Leute einladen. Und kann jetzt sagen, okay, ich gebe jetzt diesen Link raus, kann ich jetzt bei jemandem bei eurem Publikum reinschicken und wir könnten zusammen hier Code schreiben. Ich benutze das für Interviews. Wenn ich Developer interviewe, dann schicke ich denen einfach einen Link und sage so, okay, hier habe ich JavaScript, wo findest du da die Probleme drin, was könnte man damit machen? Weil wenn ich das Ding auf ihren eigenen Rechner machen lasse, ohne dass ich den Live-Einsicht habe, dann weiß ich, wo sie nachgucken, was sie sonst was machen. In dem Bereich habe ich es hier jetzt live drin und kann mit Leuten diskutieren, während ich das schreibe. Und es ist Wahnsinn, wie viel man Leuten erklären kann. So. Ja. Kann ich das auch silent machen? Genauso wie eine App installieren, Drive-Thru? Drive-by-Download von der App? Nee. Im Endeffekt, jedes Mal, sobald ich meine Kamera zugreife, fragt er mich und das Mikrofon, zwar fragt der Browser mich, ob ich es erlaube. Shazam ist so, das finde ich sehr gefährlich derzeit. Shazam ist jetzt auch für OS X rausgekommen und sagt so: Oh, Shazam, wenn Sie Musik im Hintergrund hören, zeige ich Ihnen, was die Musik ist, ja, und Sie können Filme zu Ihrer Musik kaufen. Was auch bedeutet, dass mein Mikrofon die ganze Zeit an ist. Was einerseits, du hörst alles, was ich mache, aber andererseits auch meine Batterie. Leider Lebenszeit von dem Mikrofon, das die ganze Zeit am Laufen ist, um einiges kürzer ist. Also die Drive-by-Downloads im JavaScript gehen. Im Web haben wir das Problem nicht mit den Applikationen, weil du auch eine andere Domain hast. Jede Applikation hat ihre eigene Domain, ihre eigene numerische Domain und alles, was von außerhalb dieser Domain kommt, ist nicht erlaubt. Wir haben eine Content Security Policy, CSP heißt das Teil, die viele Sachen in JavaScript nicht erlaubt, die unsicher sind. Und da hatten wir viele Probleme mit, weil beispielsweise jQuery benutzt ein paar Sachen wie eval von Sachen, die reinkommen, ohne es zu testen, das konnten wir nicht erlauben. Da haben wir Probleme gehabt und haben dann mit jQuery gesprochen, das ist jetzt auch geändert worden. Auf JSConf sind zwei meiner Kollegen hier aus Berlin, die halten Sicherheitsvorträge über Sicherheit im Internet, die erklären einiges, was da passieren kann. Und es ist wild, was du heutzutage machen kannst. Ich habe mich gestern mit einem Microsoft-Menschen unterhalten. Wir haben herausgefunden, Microsoft hat dieses Compatibility Mode in einem Meta-Tag drin. Das heißt, wenn wahrscheinlich, was einige Leute hier haben, alte Internet Explorer-Seiten, muss diese eingeschaltet werden. Das Kaputte an dem Ding ist, dass sobald ich ein iFrame in der Seite habe, wird dieser Compatibility Mode auch in den iFrame vererbt. Das heißt, wenn ich jetzt eine neue Webseite baue und alles sicher mache, was im Internet Explorer damals gebrochen war, kann ich jetzt als Angreifer eine leere Seite bauen mit einem iFrame drin, der diesen Compatibility Mode eingeschalten hat und schon hat meine Webseite wieder alle Sicherheitsfehler vom Internet Explorer 7. Und das wird jetzt am Arbeiten mit Microsoft was machen können. Das Problem ist, dass es natürlich diese alten Applikationen dann auch wieder falsch anzeigen würde im IE 11. Es ist wirklich eine schwierige Sache, das Web aufrechtzuerhalten in dem Bereich, nachdem wir so viel falsch gemacht haben. Und ich hoffe, dass wir jetzt nicht mehr Sachen falsch machen. Wir werden es wahrscheinlich mehr falsch machen, aber das Problem, das ich hatte, und Bruce Lawson hält da auch einen Vortrag drüber übermorgen, dass Blink mehr oder minder der neue Internet Explorer 6 ist. Viele Leute schreiben wirklich nur für einen Browser, weil der auf Chrome ist und auch für iOS erlaubt ist. Und das macht keinen Sinn, weil ein neuer Browser wird kommen, was anderes wird neu erfunden werden. Du kannst wirklich, ich sage mal Leuten, es ist immer witzig, du arbeitest für Firefox, du willst mehr, dass ich alles für Firefox schreiben muss. Ich will, dass du für alles schreibst. Ich will nicht, dass du wirklich nur Code für Firefox schreibst. Das Schlimmste, was du machen kannst.
Außer du schreibst ein Add-on für Firefox, dann macht es natürlich Sinn. Im Endeffekt müssen wir immer alle Browser unterstützen. Das kannst du wirklich auch nur, wenn du die Funktionalität benutzt, die in allen Browsern möglich ist. Ich habe noch eine Frage, wie sieht es denn mit Updates vom OS, also vom Firefox OS aus und mit den App-Updates? Also ja. Sind ja wahrscheinlich deutlich häufiger System-Updates nötig, oder? Wenn das Ganze mit Browser drin ist? Nö, nicht wirklich. Die Funktionalität, die wir den Apps geben, ist schon im Firefox seit 20 Versionen drin oder so. Der Browser, das Operating System selbst, hat glaube ich mit und dann, das ist das Schwierige. Wenn du der Software Provider bist, ist kein Problem. Deine Endkunden, Deutsche Telekom, Movistar, die wollen halt nicht immer, dass Leute hier das Operating System neu starten müssen. Aber wir haben 3 Monate und 6 Monate Verträge mit denen. Also alle 3 Monate, 6 Monate müssen sie das Betriebssystem erneuern, weil eben neuere Sachen reinkommen. Und ansonsten kannst du jederzeit. Du kannst dich zum Nightly einschreiben auch. Habe ich auf meinem Flame-Device beispielsweise, dass er jede Nacht eine neue Version runterlädt. Die Applikationen selbst haben, dadurch, dass HTML5 sind, wenn ich jetzt keine gepackte Applikation habe, kann ich wirklich nur die Sachen nachladen, die ich brauche. Anstatt immer die neue Applikation vollkommen runterladen zu müssen. Weil die meisten Leute machen eine vollkommene SIP-Version, dann hosten wir die auch für euch auf dem Marketplace. Und dann kann man auch die neue Version von der App selbst runterladen lassen. Ist ein schwieriges Problem. Und gerade auch bei Android und iOS geht es mir richtig auf die Nerven. Wie oft ich 50 MB runterladen muss, weil ein Spiel eine neue Grafik drin hat oder eine neue Werbung zeigen will, ist einfach peinlich. Es ist 2014, wir sollten das nicht mehr machen müssen, aber leider ist es noch so. Aber im Endeffekt sind mehr Updates als Android, aber dadurch auch kleinere Updates, weil das Betriebssystem selbst noch nicht kleiner ist. Ja. Eine Frage zur Offline-Fähigkeit. Also nur manche müssen abschreiben, wo der Nutzer Daten eingeben kann, die man sammelt, sondern wird in die Cloud hochgeladen werden, sobald es kollektiv da ist. Ja. Würde ich jetzt in Android so einen Service programmieren, der die gesammelten Daten in der lokalen Datenbank nimmt und dann wieder hoch. Genau das gleiche in JavaScript. Ich habe IndexedDB als Datenbank, das ist eine 50 MB upgradebar bis zu 2 GB Datenbank, die mir als eine relative Datenbank auch, also ziemlich schnell vom Zugriff her. Und genau das gleiche. Ich schaue, ob ich online bin, und wenn ich online bin, mache ich meinen Sync zur Cloud, ansonsten schmeiße ich es direkt in Local Storage rein. Und das Schlimme am Netz war, dass IndexedDB nicht von Apple unterstützt war. Die haben eben WebSQL gemacht, was ihre eigene Version war, was auch ein W3C-Standard war. Das Problem mit WebSQL ist, dass es auf eine Version von Simple SQL aufgebaut hat. Und das ist wirklich auch, es war ganz falsch, Architektur fürs Web. Deswegen haben wir mit IndexedDB angefangen. Google hat dann IndexedDB auch übernommen. Da gibt es eine geniale Library, die heißt LocalForage. Und was Local Forage macht, ist, dass ich eben auf dem Handy und auch auf dem Desktop Sachen speichern kann mit einer sehr simplen API. Das Problem war, dass wir hatten, das war die normale Local Storage Set Item und Get Item. Local Storage war eigentlich nur so Cookies auf Steroiden, wenn man bedenkt. Das war eigentlich, ich habe jetzt dann Key Value Store auf meinem Browser gehabt. Blöderweise waren alle Strings. Und ich hatte nur 5 Megabyte und ich wusste auch nicht mal, wie viel von den 5 Megabyte ich verwendet habe. Und jedes Mal, wenn die Applikation geladen wurde, wurden erstmal alle Daten geladen und dann wurde meine Applikation gezeigt. Das war also synchronous. Mit IndexedDB haben wir es asynchronous gemacht und mit LocalForge haben wir jetzt genau die gleiche API, aber es packt mich halt in IndexedDB rein. Das wäre normalerweise die Art und Weise, wie ich eine IndexedDB-Applikation starte oder eine IndexedDB anlege und dann die ersten Sachen reinschreibe. Und mit Local Forage sieht es dann so aus. Ich habe also den gleichen Service am Laufen. Ich habe jetzt keinen Teamlauf im Hintergrund, der genau wie das automatisch macht, aber ich kann halt auch checken, ob ich jetzt online bin und dann die Storage machen. Was ich normalerweise mache, ist, wenn ich eine Applikation schreibe, ist, dass ich versuche, es in die Cloud zu speichern und dann, wenn der Error Case von dem ist, nehme ich dann die Local Storage als Fallback. Es gibt auch hier in Berlin eine Firma, die heißt Hoodie. Hood.ai und die haben auch ein paar sehr, sehr gute Vorträge, was man mit ihrer Plattform da machen kann. Das ist auch eine sehr kleine Plattform, die auch so wunderbar funktioniert. Why has there not been a US official distribution of a Firefox OS device?
Because we didn't find a partner. The biggest problem is we don't sell the hardware, we don't do the hardware, we just partner with people that want to bring the hardware in the hands of people. I'm very annoyed because, as you saw in my keynote, there's a big black spot in the States, in the Midwest, where we could sell those devices. Also, I think a Firefox OS device, a second-hand device, is really, really good. Like for my parents, for your kids, these kind of things. But we need a partner to do it with. We partnered with Sprint, but they more or less got silent. And I'm one of five people yeah. I know that use one. Yeah. And we're all very free software hippies. Yeah. So. I mean, I think it's annoying because also seeing... But then again, were you here for the Internet of Things keynote thing yesterday? This is what we're telling each other. We're telling each other we all have the coolest, newest phones, smart houses, we all have a self-driving car, and if we're not, then we're not good enough. And it just annoys me because people don't have jobs. People want to have connectivity as well. And this is where it would be interesting in the States. Maybe if it gets worse in the States, then we'll see if there's something there. It's a sad thing to wait for. Ich glaube, erklärt habe, das Schöne ist am Firefox OS auch, ist, dass die Applikation, dass das Carrier-Billing funktioniert. Ich kann also die Applikation, ich brauche keine Kreditkarte auf dem Handy. Ich kann jetzt sagen, okay, ich kaufe ein Candy, ich pack da 50 Euro drauf, gebe es meinem Kind und ich kann jetzt für 50 Euro Spiele spielen. Ich habe nicht das Problem, dass meine Kreditkarte damit verbunden ist. Ich habe das Problem, dass diese Daten gelöscht werden können oder verloren gehen können. Ich kann wirklich eine SIM-Karte ins Handy reinpacken, Geld draufpacken und fertig. Ich brauche auch keine Kreditkarte haben, um meine erste Applikation zu benutzen oder runterzuladen. Das ist immer das Schönste. Ich bin jetzt in Bangladesch, ich habe 6 Monate lang mein Geld gespart, um mir ein iPhone zu kaufen, damit ich meine erste Applikation runterladen muss, fragt mich, haben Sie eine Kreditkarte? Also ja, ich habe kein Geld auf dem Konto, bis auf die 200 Euro, die ich mir gerade gespart habe, für meine ersten Applikationen. Ich habe keine Kreditkarte. Und was wir gemacht haben mit Firefox ist das Carrier-Billing, dass du entweder auf deine Telefonrechnung deine Applikationen dazu bekommst oder eben mit auch Prepay auf der SIM-Karte dann Applikationen laden kannst. Und da ist dann nicht so das Problem, wenn das Kind dann mal das Handy, die Toilette runterspült, weil dann eben nicht diese 6.000 Dollar weg sind, die auch meine Kreditkarten da mit drin sind. Was ich sehr praktisch finde. Und gerade auch, wenn man an Silver Surfer Handy denkt oder eben auch an ein Tablet für Leute mit verschiedenen Behinderungen, dann ist halt Firefox OS auch eine Plattform, die es um einiges einfacher möglich macht. Wie sieht das aus mit dem Android, das da drunter liegt? Ist das full-fledged oder ist das... Ist kein Android, das drunter liegt, ist nur Gonk, das drunter liegt. Gonk ist der Linux-Layer von Android und der Rest, den ganzen Java-Kram, haben wir rausgeschmissen. Ja. Teilweise wunderbar. Das größte Problem, das wir hatten, und bin ich jetzt mal ehrlich mit euch, ist, dass jeder in Indien und Bangladesch gesagt hat, wir wollen WhatsApp. Und WhatsApp haben uns gesagt, ja, wir wollen kein HTML5. Weil es ist ein Android, es ist eine iOS-App, ist wunderbar, wir haben 18 Billionen Dollar, gibt uns mehr, nee, haben wir nicht. Und da gibt es einiges, wir haben jetzt A2 Connect und Open Web, das eben auch die Funktionalität von WhatsApp benutzt oder das Netzwerk von WhatsApp benutzt, wo ich auch drüber chatten kann. Aber WhatsApp selbst gibt es noch nicht. Und die haben dann angefangen, so, oh, könnt ihr nicht Android mit draufpacken, dass unsere Android-Applikation auf Firefox OS laufen würde. Und das ist gefährlich, weil dann wird natürlich die Batterieleistung und die Prozessorleistung um einiges kleiner wieder. Und im Endeffekt haben wir dann einen Dual-Boot Android Firefox OS, was es auch gibt. Es gibt von Geeks Phone, dieses Geeks Phone Revolution, das ist ein Dual-Boot Firefox und Android. Ich kann also in Android reinbooten oder in Firefox OS. Genau. Entschuldigung. Kann ich Firefox OS auf jedem Android-Telefon installieren? Wo die Treiber erlaubt sind, ja. Samsung-Maschinen und so, wo die Treiber dann doch den Anwalt klingeln lassen, ist das Problem. Es gibt eine Hacking-Seite auf B2G, B2G Hacking, und da zeigt es eben auch die ganzen Plattformen auf, die wir unterstützen. Und da schreiben Leute alle möglichen wilden Sachen. Da ist eine Mailingliste auch und da gibt es dann alle möglichen Applikationen. Was ich gemacht habe, ist beispielsweise ein Nexus 4, ein Nexus One, fast alles, was von Google rauskam, kann man es drauf spielen. Und manche haben es auch schon auf dem Raspberry Pi geschrieben. Wir haben auch eine Firma in China gefunden, die eine Uhr gemacht haben, von der wir nichts wussten. Es ist ein total offenes System. Man kann es in GitHub auch runterladen und einen eigenen B2G-Make machen. Also wenn du wirklich eigene
Images machen willst, Android-Images für verschiedene Plattformen, was Leute mit Sony Xperia und solchen Sachen gemacht haben, ist auch gerne erlaubt. Aber wir können meistens keine Redistribution machen von diesen Plattformen, weil sie eben Copyright und Driver drin haben. Du hattest es quasi eben gerade gesagt, wenn man Android auf die Geräte machen würde, würde Performance leiden. Daraus entnehme ich im Umkehrschluss, dass das übliche Performance-Problem, dass man eigentlich so Hybrid-Apps, die auf HTML5 basieren, nachsagt, dass ihr damit keine Probleme habt, weil ihr den ganzen Stack kontrolliert. Ja, nö, weil es nichts anderes gibt. Ja. Die HTML5-Applikationen sind die nativen Applikationen von Firefox OS. Mhm. Anstatt HTML5 in einem Webview zu erlauben, der nur 60% vom Prozessor ansprechen kann, solche Scherze, was wir bei iOS hatten, was jetzt auch besser wurde. Tja, iOS hat jetzt auch JavaScript Hardware Accelerated, was wir vorher nicht hatten, das ist also auch um einiges besser geworden. Aber das Problem war immer, dass HTML5, ja, ihr dürft auch, aber nicht so viel. Und bei Firefox OS war es, wir haben nur HTML5. Und das ist echt sehr schön, Leute zu sehen, die ihre Applikation, die auf iPhone 4 langsam läuft, die es dann auf dem Handy, das gerade mal ein Drittel von der Spezifikation hat, schneller laufen zu sehen, ist echt eine schöne.